Wenn draußen die Sonne scheint und es immer wärmer wird, dann ist es Zeit, dein Training auf jeden Fall nach draußen zu verlagern. Und da erhältst du nicht nur die perfekte Bräune, sondern es gibt einige andere sehr schöne und coole Vorteile, weswegen du dein Training nach draußen verlegen solltest. Und die gucken wir uns jetzt mal kurz an. Bevor wir die Vorteile besprechen, die das Training draußen mit sich bringt, hier noch einmal der Hinweis, ihr könnt euch beim Webinar anmelden und dort nochmal in aller Ausführlichkeit das Thema beleuchten und vor allen Dingen live dazu Fragen stellen, was echt cool ist, weil ihr live mit den Experten kommunizieren könnt. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr möchtet, auf allen einschlägigen Podcast-Portalen unseren Podcast dazu hören und den findet ihr unter Training leicht gemacht. Die vier Vorteile, auf die wir jetzt in dem Video eingehen, ist einmal die Körpertemperaturregulation, dann der gute Laune-Booster, den das Training draußen mit sich bringt, der bessere Schlaf durch Training draußen und natürlich auch, dass das Immunsystem gefordert wird. Der erste große Vorteil, den ein Training draußen mit sich bringt, ist, dass euer Körper auf die Umstände draußen reagieren muss. Einmal auf die Temperatur, aber halt auch auf zum Beispiel unebene Flächen, weichere Untergründe oder instabilere Untergründe. Im Fitnessstudio, das kennt ihr, da ist die Temperatur immer gleich, vor allem bei uns in den Fitnessstudios. Wir haben ja überall eine Klimaanlage, da habt ihr natürlich immer die gleiche perfekte Trainingstemperatur. Aber ihr habt auch den gleichen Untergrund im Training in der Regel. Das ändert sich mit dem Training draußen. Dort ist es mal heiß, mal kälter und euer Körper muss natürlich sich an diese Temperaturen anpassen und den Körper herunterkühlen. Und das erfordert Energie und wenn wir mehr Energie einsetzen, erfordert das mehr Kalorien und wir regen den Stoffwechsel an und verbrennen auch dann dadurch mehr Kalorien. Gleichzeitig ist es so, dass der Untergrund variiert. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr im Wald joggen geht, und da kommt mal eine Wurzel oder mal irgendwelche Stellen, die etwas weicher sind, da muss man drauf reagieren. Und wie macht der Körper das? Indem er kleinere Muskulaturen aktiviert, um die Gelenke gerade herum. Und mit diesen Muskulaturen gleicht er diese Unregelmäßigkeiten aus. Euer zentrales Nervensystem muss auch auf Zack sein, denn es ist ganz wichtig, dass ihr mit dem Kopf dabei seid, um eurem Verletzungsrisiko dann auch vorzubeugen. Und das alles zusammen ergibt eine viel höhere Konzentration, die im Training notwendig ist. Und dadurch muss euer Körper mehr arbeiten. Euer zentrales Nervensystem ist anstrengender oder angestrengter. Und das ist natürlich ein perfekter Grund, um sein Training ab und zu auch mal nach draußen zu verlegen. Das Training draußen macht man ja normalerweise, wenn die Sonne scheint, nicht gerade, wenn es regnet. Und wenn die Sonne scheint, habt ihr unglaublich viele Vorteile. Der eine Vorteil ist die Vitamin-D-Produktion, die angeregt wird im Körper. Gerade wenn ihr mit kurzärmlich vielleicht trainiert und auch mit einer kurzen Hose, hat die Sonneneinstrahlung die Möglichkeit, direkt auf die Haut zu treffen. Und dann wird Vitamin D produziert. Und Vitamin D ist ganz, ganz wichtig für unseren Körper. Es hilft unserem Immunsystem, es macht uns leistungsstärker, es hält uns wach. Und in Deutschland haben die meisten Menschen einen leichten Vitamin-D-Mangel. Von daher ist das super, um seine Vitamin-D-Speicher dann auch mal wieder aufzufüllen. Gleichzeitig kennt ihr das auch, wenn die Sonne scheint, ihr wacht auf und die Sonne scheint schon zu euch rein, ihr seid besser drauf und ihr seid, habt ein bisschen mehr Power. Und das ist natürlich auch das, was das Training draußen dann auslöst. Wenn ihr in der frischen Luft und mit der Sonne trainiert, dann fühlt ihr euch gleich aktiver und frischer, als wenn ihr jetzt drinnen trainieren würdet. Und das ist ein Riesenvorteil, den ihr ab und zu auch mal ausnutzen solltet. Ihr kennt das, wenn ihr mal einen Waldspaziergang macht, ihr fühlt euch danach irgendwie beruhigter, frischer, es tut euch gut, es ist wie so eine kleine Auszeit, die man sich da nimmt. Und das liegt nicht nur an dem Sauerstoff, an dem frischen, den ihr einatmet, sondern vor allen Dingen liegt das an den Terpenen, die ihr auch einatmet. Wenn ihr also draußen in der Nähe von vielen Pflanzen oder von Bäumen trainiert, dann atmet ihr diese Terpene auch ein. Und das sind ätherische Öle und Duftstoffe, mit denen die Bäume untereinander kommunizieren. Bäume sind sehr, sehr kommunikativ, sieht nach außen hin nicht so aus, aber sie reden quasi miteinander und das machen sie über diese Duftstoffe. Und wir nehmen das natürlich nur als angenehmen Geruch und angenehme frische Luft wahr, aber diese Terpene, die können unseren Körper, unser Immunsystem anregen
und sie können dafür sorgen, dass wir etwas mehr weiße Blutkörperchen produzieren. Und die wiederum, die sorgen dafür, dass wir gegen Viren und Bakterien einfach viel stärker immunisiert sind. Und deswegen tut so ein Waldspaziergang oder ein Waldtraining auch richtig gut für das Immunsystem. Uns geht es ja häufig so, dass der Schlaf manchmal nicht so perfekt ist, wie wir ihn brauchen. Und das liegt natürlich an unserem chronischen Stress, den wir den Tag über auch haben, und daran, dass wir auch zu wenig an der frischen Luft verbringen. Ihr kennt das, wenn ihr den ganzen Tag an der frischen Luft unterwegs gewesen seid, ihr könnt danach schlafen wie ein Baby. Und das liegt einfach daran, dass wir viel Sauerstoff aufgenommen haben, viel frische Luft aufgenommen haben. Und das ist natürlich ein super Ausgleich zu, ich sag jetzt mal, der Büroluft, der wir meistens ausgesetzt sind. Und gleichzeitig bewegen wir uns auch noch, sind also körperlich aktiv. Beide Komponenten zusammen sorgen dafür, dass wir viel ausgelasteter sind, viel entspannter sind, unsere Stresshormone reduziert werden und wir einfach in der Nacht besser und ruhiger und vor allen Dingen auch länger und erholsamer schlafen können. Und das solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Ich sag euch, das wirkt Wunder. Als Fazit lässt sich sagen, Outdoor-Training kann gerade im Sommer also eine super Alternative sein zum Indoor-Training. Und gerade wenn die Sonne scheint, das ist eigentlich perfekt fürs Outdoor-Training. Ihr stärkt euer Immunsystem, ihr verbessert euren Schlaf, ihr werdet ausgeruhter und ausgeglichener und ihr atmet auch noch Terpene ein, die wie gesagt gut sind für euer Immunsystem und gegen die nächste Herbstgrippe auf jeden Fall helfen. Und das Gute ist, wir haben für euch auch Outdoor-Flächen eingerichtet. Das heißt, ihr könnt bei Primetime Fitness auch draußen trainieren, zum Beispiel an der Berger Straße in Bornheim oder auch in Bockenheim. Und dort ist auch alles für euch parat, von der Langhantel, vom Rack über das THX, über Kurzhanteln, über Bänke, über die Ropes. Habt ihr alles, was ihr braucht, da, um ein schönes Outdoor-Training zu machen. Sprecht uns gerne an, wenn ihr Hilfe braucht, und wir freuen uns auf euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und liked und abonniert unseren Kanal. Und was mich interessieren würde, was für Themen interessieren euch oder was für Themen würdet ihr gerne mal mit uns sprechen? Gebt uns dazu mal gerne Infos auch in die Kommentare und macht's gut, bis zum nächsten Mal.